sieht aus wie ein Jetpack, aber fliegt. Oder gleite. Oha. Schon. Man merkt die FPS-Einbrüche. Ja, in der Tat. Ja, du bist so bald wieder hier. Vor allem bei den Partikeln der Lohen. Okay, wir müssen jetzt eigentlich... unsere Maschinen verlegen. Zumindest die Mace Raiders und so. Boah, das wird ein Kram. Wo ist denn das Portal? Siehst du schon? So, mach, siehst du es schon, das Portal? Das Portal ist da hinten. Ach du Kacke, kannst du nicht doch versuchen zu fliegen? Kann ich aber, weil es leckt. Das ist ein bisschen gefährlich. Okay. Ja, ich bin mir sicher, du wirst davor gleich sein. Boah, ey, die Frames sind echt gerade für den Arsch. Wie viel Kohle hier noch drin ist. Oh, 16. So ein Mist hier. So. Bald haben wir hier auf jeden Fall ein sehr schönes Sortiersystem. Und ich werde schon mal, glaube ich, gerade. Die ganzen Kisten hier abreißen. So, erstmal die da hinten. Die braucht sowieso keinen, habe ich das Gefühl. Warm und weg damit. Eigentlich müssten wir uns noch so einen Verzauberungsbereich bauen. Oh, hier hast du die ganzen Uranzellen. Hm. Ja, das ist meine Atomtruhe. Achso, obwohl ja noch die kollidiert ein bisschen, aber kann ich mal gucken. Brauchst nicht so viel von, wir haben genug Geld. Ganz im Ernst. Da musst du dich nicht drum kümmern. Wieso holst du den Scheiß nicht einfach von den Franzosen? Was? Das Uran. Die haben noch genug. Achso, ja, die schicken das immer zum Castor. Wir müssen es dann schön abtransportieren. Ich hätte es mit dem Mining Laser auf Tesla, ne? Das reicht. Das ist nicht so viel wert, das lohnt sich nicht. Das ist dafür zu explodieren. Ja, genau. Aber das ist echt. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für die Frames. Ich mach die Folge ein bisschen länger, das passt schon. Am Anfang sah das echt besser aus. Ja, komm jetzt, mach schnell zum Portal. Möglichst. Was? Was? Warum sind die Viecher aggressiv? Leck mich fett. Oh. Oha, oha. Boah, das geht echt nicht. Also echt. Der Nether ist. Wenn, dann müssen wir das offscreen machen. Also. Ist ja nicht zumutbar. Wow! Die Stone Pickaxe ist so angeschlagen, die ist nichts mehr wert. Cool. Auch nicht schlecht. So. Was brauche ich denn noch? Ich glaube, ich bringe da oben jetzt mal gerade ein bisschen Glowstone an. Dann ja, noch 30 Meter. 20 Meter. Jetzt egal, ob das so bleiben soll oder nicht. Aber jetzt Glowstone hin und alles ist gut. Boah, es ist Tag. Wunderbar.
Ich muss jetzt schnell hier rein. Wie schon gesagt, gleich erstmal schnell. Gib mir mal die Blaze Rods. Jo. Oh ja. So, jetzt stabilisieren sich die FPS wieder. Boah, das war ein Ausflug. Die sind immer noch angeschlagen. So, das ist hier weg. Die da werden macerated. Aber immerhin fast 3 Stacks in Glowstone-Staub. Ja, nicht schlecht. Und Nether Warps. Und die Blaze Rods habe ich dir schon gegeben. Und was zur Hölle habe ich für einen Skin? Mein Skin hat sich entfernt. Was war denn da los? Ach du Scheiße, was. Was zur. Hölle? Ich sehe nicht aus wie eine Schildkröte. Nein, nein, nein. Sehr gut. Ich finde das herrlich. So. Also ich nehme jetzt auf jeden Fall immer meinen Nanosuit mit. So, und ich habe dieses komische Festungsbricks-Zeug. Boah, ich die FPS. Schau dir das mal auf dem. Auf der Tastatur an. Tatsache, 19, was ist denn da los? Ich glaube, wir müssen dann irgendwann demnächst mal die Aufnahme beenden, leider. Also, der Nether ist nicht gut. Ist nicht gut. Ach scheiße, jetzt habe ich Helge Schneider verpasst. Der läuft vor dem Fernsehen. Das ist nicht so schlimm. Na, ich gucke es mir morgen oder so an. Wiederholung gibt es bestimmt. So, ich lade nochmal mein Jetpack auf. Boah, nee, echt, das geht so nicht. Also, das ist echt erbärmlich. Tut mir leid dafür. Also, der Nether ist wirklich, sollte man zur Sperrzone machen. Aber jetzt sind es wieder stabile 30. Das ist doch schön. Aber gut, ich gucke auch nur ans MFSU. Nein, das ist nicht stabil. Nee. So, den Kram hier weg. Aber es sieht echt krass aus. Was machen die grünen Dinger da oben? Das sind dann die ganz normalen Diamond Pipes immer noch. Ah, okay. Ich muss jetzt noch ein paar mehr von denen bauen. Nee, da sind ja noch keine Kisten am Ende. Deswegen kannst du mal deine Atomkiste ein bisschen wegmachen. An die Seite einfach direkt. An der Seite ist genug Platz. Zwar immer zwei an der Seite, damit läuft nichts lang, da kannst du viel bauen, wie du willst. Atomkiste, Atomkiste, Atomkiste. Hm. Das ist total dämlich. Wo ist denn die hin? Ah, da ist sie. Die auch noch wegwerfen. Ja genau, sehr gut. Da alles rein. Dann kann ich nämlich hier schon wieder weitermachen. Jaha. Vorher noch ein paar mehr. Dessen gucke ich mal eben gerade hier. Die Reise in den Nether hat nicht nur meine FPS zerstört, sondern auch mich in einen Menschen verwandelt. Das ist natürlich, Meister Chipetto, ich bin jetzt ein echter Mensch! Ui, hab ich noch kurz geschafft. Und ich muss meine Lasergun aufladen. Lasergun?
Lasergun, du bist hinten in deiner Welt. Genau. So, Maceratus. Die arbeiten alle fröhlich. Der Crowy auch. Noch ein bisschen, noch jeweils 9 Kohle. Ja, die hält ja, glaube ich, tatsächlich länger. Aber na, wo sicher bin ich mir nicht immer. So, habe ich noch genug Glas, ist die Frage. Ja, habe ich auch noch, sehr gut. Hier kann ich noch mal ein paar machen. Und hier kann ich noch ein paar, wenn auch nicht so wirklich viele, machen. So. So, und die Leiter muss weg, genau. So, hier hin. Ich glaube, das erste Mal in diesen 2 Stunden setzt gerade die Minecraft-Musik nur mehr ein. Zum Glück ist die nur auf 10 oder so. Die Musik ist so ätzend, es gibt auch nur ein Lied. Ja. Ganz im Ernst. Es soll ja angeblich mehr geben, aber habe ich noch nie gehört. Das ist immer dieses Dum, Dum, Dum. Oder so. Ja. Ja, oder so. Glaube ich auch. So. Also am Anfang im Nether ging's ja, aber dann irgendwie... Wie ist ausgeartet. So, mal sehen. Ich baue jetzt mal die ersten 2 Kisten hin. Mhm. Hier werde ich mal ein Ding stecken. Gleich. Oh, verdammt. Ich muss das ganz schnell hier rausnehmen. Es wird ordentlich EMC generiert hier. Ja. Was zur Hölle? What the fuck? Ja, ganz im Ernst. Du Cheater! Das ist kein Cheaten, das hat das Spiel so eingebaut. Ich kann doch nichts dafür, dass das Spiel das so ein bisschen falsch mechanisiert hat. Lag. Nee, ich brauch Kohle. Ich klau da mal eben die beiden Overclocker aus dem Dingens. Nee, das passt schon. Na gut, eins sollte man vielleicht ausmachen. Krass, also was hier jetzt gerade passiert? Er nimmt die Blast Rods. Nein, es ist ganz legal. Blast Powder. Da kommt mehr bei raus, als man reinsteckt. Genau, und da kommt irgendwie mehr bei raus, als man reinsteckt. Naja, man steckt ja Energie rein, ne? Also eigentlich ist das physikalisch so in Ordnung. Ja, wir haben schon 4 Eternus Fuel. Ja, das wird immer besser, wenn wir genug haben, dann kann ich dann irgendwann... Ich bin immer noch ein komischer Mensch. So, du kannst übrigens schon mal Steine und Ores und so da reinschmeißen. In welche? Gucken, in die unterste? In die, einfach in die Kiste hier. Okay. Lag. Aber nicht, wir machen das jetzt nicht komplett, würde ich sagen. Nee, aber nur da kannst du generell jetzt einfach deine Sachen reinschmeißen. Soll ich nehme mal so ein paar grob Querfeldbeet, so ein paar Sachen. Querfeldbeet? Querfeld 1 war Querbeet. Querfeldbeet. Querfeld 1 ist aber, glaube ich, auch eigentlich nicht dafür da, aber naja. Aber die leckt sich ganz schön. Ja. Ich mache jetzt hier noch so ein paar kleine Adjustments und dann würde ich sagen, mache ich für heute Feierabend. Was das angeht. Oder wir machen halt mal eine kurze Pause hier.
kann ja auch mal probieren, dass ich disconnecte und wieder reingehe. Ja, stimmt, das geht ja bei dir auch. Und jetzt kommst du nicht mehr rein. Das wäre natürlich lustig. Server voll. Oh, die Kiste läuft wieder. Probier's doch mal. Okay. Du hast es ja gesagt. Du hast noch Internet, ne? Ja. Du hast auch 0 Frames gerade. Solltest du nicht trotzdem Frames haben? Unknown Hostix. Ja, natürlich, weil ja auch nur ich selber auf dem PC hier Host bin. Probier doch mal die Tamachi-IP-Adresse. Eigentlich müsste ich damit auch reinkommen. So, also. Eigentlich macht das auch keinen Sinn, aber. Ansonsten kann ich jetzt ja mal erzählen, was da. Na gut, die Aufnahme ist jetzt natürlich zerstückelt. Ist die Aufnahme. Achso, hast du jetzt nicht mehr aufgenommen? Nee, wenn eine gewisse Zeit lang 0 Fraps sind, dann unterbricht das. Dann. Okay. Dann Pause. Machen wir jetzt Pause, dann füge ich hier am Ende noch so ein kleines Bild ein und so ein Störbild. Ja, bitte entschuldigen Sie. Da sieht auf jeden Fall was. Na, sind gut. Die Kisten auch schon was reingemacht? Wieso soll der Nikolai reingemacht? Naja, damit sagen wir dann Tschüss und bis zum nächsten Mal. Für euch ist das sowieso nur eine Folge weiter. Oder wenn oder so. Eventuell mittendrin, aber. Mal sehen. Tschüss.